Magdalena und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich lebe noch. Ich bin wieder da. Ich war jetzt ein bisschen weg die letzten Wochen, weil ich einiges zu tun hatte. Aber ich werde später ein bisschen mehr erzählen, was so die letzten Wochen abgegangen ist. Also ich glaube, manche haben es nie von euch erfahren auf Instagram, was ich alles gemacht habe. Und ich bin aktuell gerade in meiner Arbeit. Und arbeite jetzt noch ein bisschen und werde mir gleich was holen zum Essen. Also für die Leute, die sich wundern, was ich arbeite. Und zwar arbeite ich in einem Unternehmen, die Coworking-Plätze und einen Meetingraum und einen Eventraum vermieten. Und ich bin hier in der Social-Media-Abteilung. Also ich mache noch ein paar andere Sachen, aber so meine Hauptaufgabe ist Social Media. Und ich habe mich gerade vorbereitet für ein Meeting. Und zwar haben wir morgen so ein Global Social Media Meeting und dafür bereite ich mich immer mega, mega gerne vor, weil wir besprechen halt die letzten Monate bzw. Wochen, was halt gut gelaufen ist und besprechen auch die nächsten Planungen, die nächsten Schritte, was wir machen, Kooperationen und bin da schon richtig gespannt. Also meine Kolleginnen sind aus Budapest, also wir haben noch einen zweiten Standort in Budapest. Und deswegen haben wir ein Online-Meeting und das kann ich morgen ganz entspannt von zu Hause haben. Und da freue ich mich schon voll. Ich habe jetzt noch ein bisschen anderes Zeug gemacht, E-Mail beantwortet. Und genau, weil heute ist Montag und Montag ist immer ein bisschen stressig hier. Und genau, deswegen hatte ich gerade ein bisschen viel zu tun, aber ich werde mir jetzt gleich was zum Essen holen. Und ich glaube, ich werde mir eine Bowl holen. Weil immer wenn ich hier bin, habe ich so Lust auf Bowls und es gibt so einen guten Bowlern hier und ich glaube, da werde ich mir jetzt was zum Essen holen. Hi! Ein neuer Tag hat gestartet und ich bin hier aktuell in meinem Arbeitszimmer. Ignoriert diesen Mess hinter mir. Boah, das sieht echt schlimm aus. Genau, dahinter ist unser Schlafzimmer und das ist quasi unser Vorhang. Wir haben noch keine Vorhänge und die kommen erst irgendwie in, ich glaube, 3 Wochen dauert es noch. Genau, deswegen ignoriert es einfach. Genau, also für die Leute, die es nicht wissen, ich bin auch gerade umgezogen. Das ist auch ein Grund, warum ich die letzten Woche eher ruhiger war hier,
weil es ja so stressig war. Also für die Leute, die schon mal umgezogen sind, die wissen, wie anstrengend das ist. Aber ich kenne ein paar Freunde von mir, die lieben umziehen. Und ich gehöre nicht zu diesen Personen. Genau, ich finde das einfach mega anstrengend, irgendwie neue Möbel. Also ich mag es einerseits, irgendwie neue Sachen auszusuchen. Aber ja, es gibt immer ein paar Dinge, die nicht klappen und das nervt mich immer. Genau. Anyways, ich habe jetzt gleich mein Meeting, also nicht gleich in so einer Stunde. Aber ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, weil ich nicht ganz fertig geworden bin gestern. Und ich wollte nur kurz was erzählen. Und zwar gestern Abend. Und zwar, ich glaube, ich habe es gestern erwähnt, dass ich am späten Nachmittag nochmal in die Arbeit musste, weil jemand einen Meetingraum gebucht hat. Und bei Veranstaltungen muss halt immer jemand dabei sein, also entweder ich oder meine Kollegin. Und ich habe mich halt gestern dafür eingetragen, weil ich mir gedacht habe, das passt eh gut. Dann war ich halt eben in der Stadt, habe was gegessen und war noch beim Starbucks und habe noch ein paar Dinge getan. Das hat eh voll gepasst und dann bin ich eh langsam zur Arbeit gegangen, habe mich da ein bisschen ausgeruht. Und die Leute, die das gebucht haben, das war halt eine Frau, also eine Firma, war das eine Versicherungsfirma aus Deutschland. Und die hat mich am Vormittag schon die ganze Zeit angerufen, weil sie irgendwie die Uhrzeit ändern wollte und 3000 andere Dinge wollte sie noch gefühlt. Und hat mich die ganze Zeit angerufen, sie hat mir auch eine E-Mail geschrieben und drei Minuten später hat sie mich angerufen und hat mir genau das gesagt, was sie in der E-Mail geschrieben hat. Dann war ich so, ja, so schnell bin ich auch nicht beim Antworten. Und am Vormittag, weiß ich nicht, die Frau war schon ein bisschen komisch, weil sie hat halt auch die ganze Zeit gefragt, ja, ob dann auf der Rechnung die Uhrzeit draufsteht, wann sie den Raum gebucht haben. Und ich habe halt gesagt, dass ich es nicht weiß, weil meine Kollegin macht das halt immer mit den Rechnungen und ich habe mir noch nie eine Rechnung angeschaut, um ehrlich zu sein, weil die kommt halt immer elektronisch. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich muss halt nachfragen, keine Ahnung. Und dann war sie, ja, voll passt, ne? Also nach dem fünften Anruf, glaube ich, war dann alles geklärt. Das hat mich schon ein bisschen genervt, aber dann war ich so, okay, dafür bin ich eh da. Also sie haben von 17 bis 18.30 gebucht und dann war es plötzlich 17 Uhr und dann kam halt niemand. Ich habe mir gedacht, ja, sie kommen ein bisschen später und dann verging die Zeit und war es irgendwie schon Viertel nach und dann war es dann eine halbe Stunde drüber. Dann habe ich halt angerufen, so ja, wo die halt sind, weil sie hat halt für den Chef reserviert, also nicht für sich selbst. Und dann hat sie gemeint, ja, voll, ich habe vergessen abzusagen und sie schaffen es nicht. Und ich war so, cool, danke fürs Bescheid geben. Genau, ich habe dann eh nicht geantwortet, aber ja, es hat mich ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, man kann doch einfach absagen. Und genau, aber dann war es irgendwie nochmal, hat sie nochmal drauf beharrt, eben, dass eben nicht die Uhrzeit draufstehen soll. Und dann hat sie eben gefragt wegen Storno-Gebühren oder so und sie müssen halt die ganze Rechnung zahlen. Und hat sie halt gefragt, ja, steht eh nicht Storno oben oder steht eh nicht Storno-Gebühren? Und das hat sie halt mehrmals gefragt und ich war so, keine Ahnung, ich schreibe die Rechnung nicht. Ich muss halt nachfragen, aber das fand ich ein bisschen weird, dass sie halt nicht die Uhrzeit drauf haben wollte und nicht Storno drauf und dass sie nicht abgesagt haben. Und ja, es war ein bisschen spooky. Ich habe es dann eh dem Philipp erzählt und er fand es auch ein bisschen komisch. Ja, und das hat mich dann gestern Abend, um ehrlich gesagt, auch ein bisschen beschäftigt, weil ich mir echt gedacht habe, ich würde so gern wissen, ich bin so ein neugieriger Mensch und ich würde so gern wissen, was dahinter steckt. Aber ich werde es nie erfahren, wahrscheinlich. Ja. Anyways, ich habe mir da einen schwarzen Tee gemacht, weil wir haben noch keine Kaffeemaschine hier. Leider. Deswegen werde ich mich mit Schwarztee über Wasser halten und werde mich jetzt ein bisschen vorbereiten. Und dann später habe ich das Meeting. Ich wollte euch noch erzählen, warum jetzt länger schon kein Video kam,
beziehungsweise wollte ich auch so ein bisschen updaten, was die letzten Wochen und Monate passiert sind. Und zwar, wie gesagt, bin ich in diese Wohnung eingezogen, ich bin umgezogen und zwar bin ich mit Philipp zusammengezogen. Und wer es noch nicht auf Instagram mitbekommen hat, haben Philipp und ich auch geheiratet am 11. Juni. Und genau, es war einfach mega viel Stress. Also der ganze Hochzeitsstress, wir haben mega viel selbst gemacht, weil es einfach kostengünstiger ist, wenn man vieles selbst macht. Und plus noch dem Umzug und neue Wohnung finden. Und ja, das war sehr, sehr viel. Und eigentlich hatte ich auch vor, mitzufilmen, beziehungsweise so ein paar Wedding Preparation Vlogs zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt auch mitgefilmt, aber ich hatte einfach keine Zeit zu schneiden. Ich bin einfach überhaupt nicht dazugekommen. Und ich hatte mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen einen Motivationstief, weil ich überhaupt nicht zufrieden war mit meinem Schnittprogramm, weil ich einfach ein gratis Schnittprogramm benutzt habe. Und ich schaue ja so auch voll gerne Vlogs an und ich war einfach so unzufrieden mit meinen Vlogs und mit den Vlogs, die ich halt schaue auf YouTube, weil ich da einfach nicht mithalten konnte und das hat mich einfach ein bisschen frustriert und das wollte ich auch jetzt ändern. Und zwar habe ich jetzt so die letzten Wochen und Monate geschaut, welche Schnittprogramme in Frage kommen und ich habe mich jetzt für eins entschieden. Genau, also ich hoffe, man sieht einen Unterschied zu den anderen Videos, weil ich einfach jetzt ein neues Schnittprogramm verwende und mich da auch ein bisschen austoben möchte, was Neues lernen möchte und ich bin schon sehr gespannt. Okay, irgendwas hat da gerade gepiepst, oder? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich da schon sehr, sehr gespannt bin drauf und mich dem ein bisschen ausleben möchte und ich bin gespannt, wie das Video bei euch ankommt, ob ihr überhaupt einen Unterschied seht. Ich hoffe, weil sonst habe ich umsonst Geld ausgegeben. Ein Spaß, aber ich hoffe, ihr seht einfach einen Unterschied und könnt mir auch voll gerne ein Feedback drunter schreiben, wie es bis jetzt euch gefällt, ob ihr einen Unterschied seht. Genau, das war so die letzten Wochen los. Aber ich möchte auf jeden Fall mega gerne ein Wedding-Recap-Video machen. Genau, weil halt jetzt gar kein Video von der Hochzeit online kommt. Ich wollte jetzt nicht im Nachhinein ein Wedding-Preparation-Video machen, wenn die Hochzeit schon vorbei ist. Also das hat für mich jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein Video dazu hochladen zum Thema Hochzeit. Und genau, also falls ihr irgendwelche Fragen habt zu unserer Hochzeit, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das bei dem nächsten Video mit reinnehmen. Und genau, das war's eigentlich. Ich versuche jetzt eigentlich gerade nur die ganze Zeit meinen Alltag auf die Reihe zu bekommen und die Wohnung die ganze Zeit aufzuräumen, Möbeln aufzubauen und ja, und auch mein Studium weiterzubringen. Also ich studiere Online-Marketing auf der IUBH und habe jetzt quasi meine Sommerferien vorgezogen wegen der ganzen Vorbereitung für die Hochzeit und wir sind ja dann auch noch auf Urlaub gefahren, also auf Honeymoon und das war ja alles sehr time-consuming, deswegen ja, muss ich jetzt im Sommer weiter studieren und ich hoffe, ich komme dann wieder in meinen Lernflow rein. Ja, mal schauen. Thank you.